Hallo, herzlich willkommen heute, bevor wir anfangen, wir haben ein neues Brett. Tada! Riesig groß, wunderschön, Handwerk. Und zwar haben wir das von einem Zuschauer bekommen. Und die Firma, die das für uns hergestellt hat, heißt Talholz aus Wuppertal. Kleines Tal, großes Holz. Wir verlinken euch die Facebook-Seite von der Firma Talholz unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Fragen dazu habt, mir wurde eine ganze Menge dazu erklärt. Ich konnte das alles gar nicht behalten. Ich weiß nur, dass ich Walnussöl nehmen soll, um das zu pflegen. Das Öl ist das Wichtigste, hieß es. So, jetzt fangen wir an. Es gibt ein Bauernfrühstück heute. Ein Bauernfrühstück. Was ist das? Es gibt ein Bauernomelett und es gibt ein Bauernfrühstück. Omelett hatten wir schon mal, ist ein Omelett. Verschieden gefüllt. Hier geht es aber darum, das ist ein Bauernfrühstück. Das bedeutet, wir machen erst einmal Bratkartoffeln. Das ist auch ein bisschen Resteverarbeitung. Ne? Also wenn ihr dann noch, weiß nicht, ihr habt ein bisschen Fleisch über Speck, ihr habt Kartoffeln. Und zwar jetzt gut aufpassen. Ich mache jetzt Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln, nicht aus gekochten. Hier im Restaurant würde ich die immer aus gekochten machen. Aber für zu Hause, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe immer 2-3 Kartoffeln über, die irgendwo im Kühlschrank unten in diesem Netz liegen. Du auch? Also ja. Du kaufst dir so ein Netz, 2,5 Kilo. Dann machst du das, machst du ja immer so nach Auge meistens, also ich zumindest. Und dann bleiben immer 2 Kartoffeln über oder 3. Ist oft so, ja. Genauso ist das jetzt hier in diesem Falle auch. Es wurde auch unter unserem Burger-Video, wo wir auch Bratkartoffeln gemacht haben, häufig gefragt, ob man nicht lieber Pellkartoffeln nehmen sollte. Und wie du dazu stehst, magst du da eben kurz was zu sagen? Ja, also grundsätzlich ja. Wenn man Pellkartoffeln hat, dann kann man das gerne aus Pellkartoffeln machen. Das Problem ist bei Pellkartoffeln, wenn du die Pelle abziehst, dann hast du an der Außenkante immer so eine leichte, du weißt, was ich meine, diese ja, wie so eine Haut quasi. Ja, so eine Haut wäre ja gut. Also wenn du Salzkartoffeln auskühlen lässt, dann haben die ja eine Haut. Und die sind ja nachher dafür verantwortlich, dass es schön knusprig wird, auch unter anderem. Ja, aber bei den Pellkartoffeln hast du das nicht, sondern hast du so eine raue, ja, wie soll ich sagen, ja, so einen rauen Film hast du da drauf. Und der ist halt bei Bratkartoffeln eher kontra. Also ich würde eher Salzkartoffeln nehmen. Okay. Pellkartoffeln gehen auch, aber besser sind Salzkartoffeln. Und ich weiß nicht, wie das mit dir ist, Stefan, aber ich esse Bratkartoffeln am liebsten mit Schmalzgericht. Das ist schon was Feines, das stimmt. Ich habe hier Schmalz, was für ein Zufall. Was für ein Zufall. So, und da auch bitte nicht sparsam sein. Ne? Nehmt da eine nicht unerhebliche Menge Schmalz, gebt die da rein. Was ihr auch braucht, wenn ihr Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln macht, ist ein Deckel. Der ist unerlässlich. So, dann brauchen wir für die Bratkartoffeln logischerweise noch Speck und Zwiebeln. Und ich mache das jetzt so. Ich mache die Bratkartoffeln komplett zu Ende, bis die gar sind. Und schmecke die auch ab und stelle die zur Seite. Und dann machen wir das Omelett. Ja, also das Bauernfrühstück. Wir schmeißen die Bratkartoffeln dann nochmal in eine größere Pfanne. Ei darüber und das ganze Programm. Schmalz wird übrigens auch sehr, sehr heiß. Ja, das möchte ich mal eben kurz sagen. Und wenn ihr das gleich da reingebt, kippt die Pfanne so ein bisschen an. Nicht, dass ihr das in das hohe Fett reingebt, weil dann spritzt euch das auf die Hand und das ist dann auch nicht gut. Dann verbrennt ihr euch. Also die Pfanne ankippen und dann wirklich hier oben rein. Zack. Fertig. Dann geht ihr mit der Pfanne, mit der Flamme hoch. So, dass ihr eine gute Temperatur erreicht habt. Dann geht ihr zurück mit der Hitze und macht einen Deckel drauf. Und dann macht ihr 2 bis 3 echte Minuten, wirklich echte Minuten, gar nichts. Ihr schwenkt sie nicht, ihr hebt nicht den Deckel hoch, ihr macht gar nichts damit. Temperatur ist erreicht, das ist jetzt, man hört das, es knuspert wild und man neigt jetzt auch dazu, hinzugehen und sofort zu schwenken. Nicht machen. Mit der Hitze zurück. Mittlere Temperatur, also mittlere Hitze, Deckel drauf. Und jetzt 2 Minuten lang nichts machen. Ich weiß, dass das schwerfällt. Stellt euch eine Uhr, hört ein Lied, irgendetwas, macht was. Aber da jetzt nichts machen, bitte. Wir können schon mal anfangen, die Eier aufzuschlagen, oder Stefan? Ja, klar. Gut. Wie ist das so mit dir, viel oder wenig Ei? Viel. 4 Eier. Schlagen wir ein bisschen an. Stellen uns das zur Seite. So.
2 Minuten, 3 Minuten. Wir heben das an, den Deckel hochheben, zur Seite, dann erst drehen. Warum? Da sammelt sich logischerweise Wasser drunter, ja? Und wenn das in das heiße Fett kommt, dann spritzt es. Okay, also hoch, zur Seite, drehen. So, schaut mal. Da ist nichts passiert. Die haben keine Farbe gekriegt. Die sind nicht verbrannt oder sonst irgendwas. Da ist gar nichts mit passiert. Ja? So. Hinstellen. Jetzt nehmt ihr eine Zwiebel, positioniert die hier oben drauf. Verteilt die schön. So. Zack, zack. Den Speck. Den legt ihr auch noch da oben drüber. Ich weiß, was jetzt einige schon sagen. Los nicht! Mach das nicht! Doch. Ich mache jetzt den Deckel gleich da wieder drauf. Und dann warte ich locker 5 Minuten. Jetzt 5 Minuten warten. Nichts machen. Nicht bewegen. Nicht schwenken. Nichts machen. 5 echte Minuten. Weil, okay, ich erkläre das einmal. Entschuldigung. Was passiert jetzt da drin? Die Kartoffel ist roh. Durch den aufsteigenden Wasserdampf gart die Kartoffel, also durch die, sag ich mal, durch den Wasserdampf, der in der Kartoffel entweicht, gart die Zwiebel oben an. Wenn die Zwiebel oben weich ist und der Speck wie gekochter Schinken aussieht, dann könnt ihr hingehen und es schwenken. Weil dann sind die Kartoffeln auch schon so gut wie gar und haben unten eine schöne Farbe bei rohen Kartoffeln. Na, bei rohen. Bei gekochten Kartoffeln sieht die Sache anders aus. Da bratet ihr erst die Kartoffeln schön gülden an, sage ich jetzt mal, von allen Seiten. Dann gebt ihr zum Schluss die Zwiebeln und den Speck dazu. Hier verhält es sich ein wenig anders. Die Flamme ist nach wie vor klein und man hört das jetzt auch. Ne? Ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Aber es blubbert so, ne? Genau, es fängt an zu blubbern und man neigt jetzt dazu, dann hinzugehen, den Deckel runterzureißen und sofort umzuschwenken oder irgendwas damit zu machen. Bitte mach das nicht. Ich habe übrigens auch eine kleine interne Wette laufen. Diese ganze Nummer hier dauert vielleicht 10 echte Minuten. Länger nicht. Dann ist die Kartoffel gar. Und der André, den könnt ihr jetzt nicht sehen, der steht dahinter, der hat gesagt, das geht niemals. Doch. Das geht. Was ist der Einsatz? Bitte? Was ist der Einsatz? Naja, das ist, es geht um die Ehre. Ehrenkoch quasi. Ehrenkoch. Ja. Was habe ich denn gesagt? Achso, du schneidest das so klein. Ah, genau, ich habe, Moment, wir reden von Bratkartoffeln. Wir haben immer von Bratkartoffeln. Ich habe immer von Bratkartoffeln geredet. Ja, ich nicht. Wovon hast du denn geredet? Du hast davon, ach, du hast von Bauernomelette geredet, du hast von Bauernfrühstück geredet. Du hast gesagt, du schneidest die Kartoffeln nur einmal in der Mitte durch, du fauler Hund. Habe ich auch gemacht. Ich habe auch gesagt, ich habe dich gefragt, soll ich die so schneiden oder so schneiden? Da hast du gesagt, so, so, also nur mal so, das ist hier völlig fair gelaufen. Ich habe mich nicht beschwert. Gut. So, es ist ja auch Resteverarbeitung, ne? So, wir haben ein bisschen Speck übrig gehabt, wir haben Zwiebel übrig gehabt. Hier haben wir noch eine Mettwurst, eine gekochte, und ein Stück Kassler. Wenn ihr Schweinebraten über habt oder sowas, ne, dann könnt ihr das natürlich auch nehmen. Ich schneide das mal klein. Wenn ihr sagt, ihr mögt keinen, ihr wollt kein Fleisch haben, dann lasst es weg, nehmt geräucherten Tofu, nehmt ein bisschen Möhre, Sellerie, irgendetwas, Pilze gehen gut. Für die Österreicher, die zuschauen, wenn man das Ei weglässt und die Gurke, dann würde das ungefähr eurem Tiroler Gröstl entsprechen, ja? Also mit dem Braten und sowas, ne? Den Bratkartoffeln. Boah, das riecht schon so geil, ne? Das riecht schon gut, das stimmt. Ja. So, ich nehme jetzt den Deckel runter. Es ist mir auch schwer gefallen, da jetzt nichts zu machen. Also, schaut mal. Das sieht jetzt aus wie Kochschinken. Und ich schwenke das jetzt das erste Mal. Und ihr werdet auf der Seite der Kartoffel, die auf der Pfannenseite lag, werdet ihr sehen, die ist schon goldbraun. Kriegt auf jeden Fall jetzt schon eine Farbe. Und jetzt geht ihr hoch mit der Hitze. Und jetzt bratet ihr die ganz normal zu Ende. Wie eine hundsnormale Kartoffel.
Jetzt kommt Salz und Pfeffer da dran. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Majoran dazugeben später. Ich gebe Petersilie dazu. Aber sie wird am Ende des Tages nicht mehr von einer vorher gekochten Kartoffel zu unterscheiden sein. Und wenn ihr das vorher schon geschwenkt hättet, dann wäre die Zwiebel verbrannt, der Speck verbrannt und die Kartoffel noch nicht mal ansatzweise braun. Deswegen. Und deswegen ist es so wichtig, eine gute Bratkartoffel. Ich höre mich an wie so ein richtig altgedienter Koch, ne? Aber es ist ja eine Tatsache. Eine wirklich gute Bratkartoffel kriegst du doch heute kaum noch. Also, oder? Selten, ja, bestimmt. Also entweder ist es irgendeine, die schon vorgegart war, mit Speck und Zwiebeln, alles in so einem Beutel und fürchterlich. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich sieht das schon schön aus. Definitiv. So. Ja, die sind gar. Wo ist der André? Unter 10 Minuten. Wo ist der? Ich probiere die vorher, sonst heißt es nachher, die sind ja nicht richtig gar. Aber wir haben auch noch nicht die ganze Garzeit erreicht. Ja. Wir sind fertig. Damit es nicht heißt, ich schummel hier. Ja gut, ich meine, wenn man sie noch kleiner schneidet, sind sie noch schneller fertig. Ich habe dich gefragt. Nein, alles gut. Ich sag's ja nur, ist ja eine Info. Ja. Sie sind gar. Ist gar. Aha. Aber, oh, falsch. Richtig, weil die sind ja gerade erst gegart. Aber sag mal ganz ehrlich, Bratkartoffeln, immer wenn du dich entscheiden könntest, aus gekocht oder rohe Kartoffeln. Gekocht. Roh ist, also ist nicht, dass es nicht lecker ist, aber es schmeckt ja komplett anders. Sie schmecken anders, das ist richtig. Aber wir haben ja darüber gesprochen, ne? Was macht man mit der Kartoffel, die quasi alleine unten im Kühlschrank liegt? Genau, richtig. So, und wenn du Bratkartoffeln machen willst aus rohen Kartoffeln, es gibt übrigens Leute, die lieben die, mögen die eher aus rohen Kartoffeln, ne? Gibt's einige. Meine Frau zum Beispiel. Ja, ist gut. Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Schnieder. Vielen Dank. Gerne. So, jetzt machen wir weiter. Dadurch, dass wir noch ein bisschen Schmalz übrig haben, machen wir den Rest jetzt ja auch mit Schmalz. So, fertig. So, jetzt, ab jetzt geht's schnell. Jetzt ist es wirklich eine sehr, sehr einfache, wirklich leckere, schnelle Sache. Ihr müsst die Kartoffel, die Würstchen, braucht ihr nicht so zu schneiden, wie ich die jetzt hier gemacht habe. Ihr könnt die auch kleiner schneiden oder halbieren einfach. Halbieren, nur. Wie, genau, der Länge nach. Ist völlig egal. Ist euch überlassen, okay? So. Ich glaube, ich schneide die nur. Nee, ich lasse die so. Ich lasse die so. So. Das geht rein. Kartoffeln mit da drauf. Ich mache das jetzt bewusst so, weil ich den ganzen Schmalz, der da drin ist, gar nicht mit da drin haben möchte. Ja? Ich lasse den in der Bratkartoffelpfanne. Ihr sagt, ihr wollt den mitnehmen, nehmt den mit, ist okay. Ich lasse ihn jetzt erstmal weg. So. Schwenken wir den Spaß noch einmal durch. Kleines bisschen Salz und Pfeffer. Gürkchen. Wie stehst du zu Gurken da drin? Kann du bist mich mit anfreunden, ja. Ja. Bitte? Kann ich mich gut mit anfreunden. Ich mich auch. Ein bisschen Petersilie. Frische Petersilie bitte. Wenn ihr Schnittlauch habt, könnt ihr auch Schnittlauch nehmen. Was nicht geht, überhaupt nicht, ist Rosmarin und Thymian. Majoran geht. Auch kein Problem. So, jetzt haben wir hier 4 Eier. Also ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich würde das schon so reichen. Definitiv. Ich würde das so schon essen. Aber geben das auch noch dazu. Und schwenken das mit durch. Ich lasse dir das von der einen Seite. Lass dir das schön stocken. Dann schwenkt ihr das gleich noch einmal kurz durch.
und dann ist das fertig. Achte darauf, dass das nicht zu trocken wird. Ich meine, das ist sowieso nicht trocken, weil durch das Fleisch, durch die Gurken und so weiter, das ist ein sensationelles Gericht. So, das reicht schon. Wenn ihr sagt, ihr möchtet noch mehr Ei dazu haben, könnt ihr das gerne machen, überhaupt gar kein Problem. Aber so habt ihr, ihr habt Reste verarbeitet. Und ich finde, das ist ein ganz fantastisches Gericht. Ich probiere das jetzt. Direkt aus der Pfanne, Stefan. Und? Ja. 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 Ich kann damit leben. Bauernfrühstück. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.